Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Chelsea London. Es ist soweit, das London Derby steht an. Ja, das Stadtderby zwischen dem FC Chelsea und Arsenal London steht an. Das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Spiel werden, denn beide Teams sind momentan richtig gut drauf. Und ja, ich würde sagen, wir schauen auch gleich rein ins Spiel. Wir spielen natürlich in London, ist klar, aber Arsenal London hat Heimrecht, das heißt, wir spielen im Emirates Stadium. Schönes Stadion und ja, Chelsea in Blau, Arsenal in Rot-Weiß. Tornos haben wir keine und wir sehen schon das Stadion, Wahnsinn, wir spielen bei Nacht, wunderschönes Stadion. So, kurzer Blick auf die Aufstellung. Ja, wir haben wieder ein bisschen umgebaut. Suarez, Oscar, Hazard und Hulk wieder im Team. Dafür ist Eto'o, Schürrle und William wieder rausgeflogen. Und sonst, ja, die restliche Aufstellung kennt ihr ja, seht ihr rechts. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Ich freue mich echt wirklich auf dieses London Derby. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich rein ins Spiel und los geht's. Und damit geht es los. Der FC Arsenal empfängt zu Hause im Emirates Stadium den FC Chelsea London. Und das sind natürlich immer die Spiele. Das sind die Spiele, wo die Emotionen rauskommen. Das London Derby. Zwei Top-Teams aus London heute gegeneinander, die englische Liga mit sämtlichen Top-Teams aus London gespickt. Zum einen haben wir die Tottenham Hotspurs, dann haben wir den FC Chelsea London und Arsenal. Also es sind richtig drei richtig starke Clubs und heute der FC Arsenal empfängt den FC Chelsea London. Das ist natürlich richtig emotional, was hier abgeht. Jeder will natürlich dieses Stadtderby gewinnen. Jeder will es gewinnen. Aber es wird schwer. Beide Teams natürlich deutlich verändert im Gegensatz zur letzten Saison. Wir sehen schon, Mesut Özil haben wir hingesehen mit der Nummer 10 beim FC Arsenal. Ja, die haben ihn geholt. Mesut Özil von Real Madrid gekommen zum FC Arsenal London. Und die beiden Kapitäne. Und jetzt die Aufstellung. Nee, jetzt kommt zuerst die Tabelle. Und ich sehe Arsenal London nur auf Platz 8 momentan in der Liga. Aber da, sie können auf jeden Fall eine hohe kommen. Wir sehen schon Özil. Ne, Özil nur auf der Bank. Okay, ich hätte gedacht, mit der 10 Özil. Özil nur auf der Bank. Absolute Überraschung. Variieren anscheinend ein bisschen. Wir haben gesehen, Fernando Torres, ja, den haben wir am Anfang von der Saison verkauft. Und deswegen spielen wir momentan bei Arsenal London. Und hier die Aufstellung vom FC Chelsea. Ja, wir haben komplett umgebaut damals, wo wir gekommen sind. Suarez mit 7 Ligatoren. Einer der erfolgreichsten in der Liga. Aber Giroud auf der anderen Seite hat auch schon einige Tore gemacht. Das wird heute ein richtig spannendes Spiel. Mesut Özil nur von der Bank. Ist vielleicht ein bisschen angeschlagen, wissen wir nicht genau. So, los geht's. Das London Derby ist eröffnet. Arsenal gegen die FC Chelsea London. Es wird spannend. Es wird richtig spannend heute werden. Wir erwarten viele Tore, viele schöne Spiele und viele schöne Szenen. So, los geht's. Erstmal Freistoß für Arsenal London über Rossetti. Wir können auch, ja, viele denken, dass es auch vielleicht so ein richtig ruppiges Spiel heute wird. Natürlich, wenn hier zwei englische Teams aufeinander treffen, von der kleinen Stadt, dann wird es auch ziemlich ruppig meistens, aber wir werden sehen, was die nächsten 90 Minuten für uns bereithalten. So, Ivanovic holt sie bei Ivanovic mit dem Ball zu Suarez. Suarez in die Mitte zu Oscar. Oscar kommt allein nicht mehr durch. Und Arsenal mit dem Ball wieder. Jetzt Flamini. Weiter zu Shanti Cazorla. Shanti Cazorla mit dem Ball, wird da schon abgefangen von Ramirez, bekommt da mit dem Ball wieder zurück. Jetzt Shanti Cazorla mit dem Ball zu Flamini, schön zu Rosicki, Rosicki im Strafraum, gefährliches Schuss. Und wir gehen am Tor vorbei. Erste Chance für Arsenal in der 7. Minute durch Tomasz Rosicki, der Ex-Borussia. Ja, überraschend, dass der heute spielen darf. Normal ist es Mesut Özil seine Position, als er ist wahrscheinlich heute ein bisschen angeschlagen. Vielleicht kommt er zum 2. aber es hält ja schon für Suarez, Suarez. Und da wird der Schuss geblockt. Vielleicht ein bisschen zu überhastet abgeschlossen in der Situation von Luis Suarez, weil der hat ja wirklich nur viel Zeit gehabt, da waren wenig Verteidiger in seiner Nähe, aber Oscar setzt nach, jetzt Oscar, Oscar, will der Ball irgendwie zu Suarez, aber dann bleiben sie hängen an der dicht gestaffelten Abwehr von Arsenal London, jetzt Flamini über Jenkinson, da kommt Hazard dazwischen und dann Hazard verspringt hier leider der Ball, geht ins Aus und dann geht's Einwurf für die Gunners, jetzt Flamini zu Theo Walcott. Walcott natürlich ein sehr schneller Außenspieler. Jetzt Rosicki zurück zu Flamini. Lampard dazwischen. Lampard muss da irgendwie um den Ball kämpfen. Jetzt David Luiz zu Ramirez. Ramirez weiter zu Oscar. Jetzt hat Chelsea wieder Platz. Jetzt Oscar. Oscar kommt mit dem schönen Ball zu Hazard. Schön gesehen. Jetzt die gute Chance vielleicht für Chelsea. Jetzt hinten, ganz hinten. Da ist Hulk. Aber so weit kommt der Ball nicht. Aber da kommt jetzt nochmal Hulk mit dem Schuss. Da fliegt der Torwart Chinesi. Aber der Ball wird von der Abwehr geblockt und schon geht es wieder in die andere Richtung über Giroud. Giroud, schöner Ball zu Shanti Cazorla. Hulk hilft jetzt mit hinten aus, macht er sehr gut, holt sich den Ball. Weiter geht's zu Ivanovic. Ivanovic verliert den Ball, aber es gibt einen Wurf für Chelsea.
Jetzt Ramirez, schnell ausgeführt. So, 20 Minuten sind durch. Wir merken, es ist hohes Tempo drin, hohe Intensivität in den Zweikämpfen. Beide Teams wollen sich natürlich hier nicht schenken. Jetzt Suarez, nächste Chance vielleicht für ihn. Suarez verliert den Ball, ein bisschen auf die unsanfte Tour gegen Koscielny, aber der lässt weiterlaufen und weiter geht's über Walcott. Theo Walcott zieht zurück. Und Arsenal versucht's. Wieder über Walcott. Walcott ist schnell, aber Cole kommt jetzt hinterher und der Ball geht ins Aus. Es gibt Einwurf für die Heimmannschaft, für den FC Arsenal. Jetzt Walcott. Zurück zu Flamini. Mr. Cole stehen. Oh, jetzt ist die Mitte ein bisschen offen. Terry passt auf. Klasse gemacht von John Terry. Wunderschön, wie er da den Ball holt. Und jetzt, oh, schöner Ball von John Terry. Direkt zu Suarez und der schickt Hazard. Jetzt wird es gefährlich für Arsenal. Jetzt wird es richtig gefährlich. Jetzt Edin Hazard. Hazard in der Mitte ist Ramirez. Suarez hängt ein bisschen hinterher. Ramirez kommt eine Strafe. Der Ball kommt zu Suarez. Warum nimmt er den da direkt? Hat alle Zeit der Welt, Luis Suarez. Er bekommt den Ball ein bisschen in den Rücken gespielt. Will ihn direkt abschließen, aber der Ball geht weit übers Tor drüber. Da war eine gute Chance drin, wenn er den da vielleicht annimmt und ein bisschen wartet. Jetzt gibt es Freistoß, weil da einen Abseits stand. Ich glaube, Giroud war es. Jetzt Oscar. Oscar wieder mit dem Ball zu Suarez. Der kommt wieder nicht hin. Herr Suarez, der hat immer gute Chancen. Das Problem ist, er macht dann wie in die letzten Spiele nicht so viele Tore, wie man das wünschen wird. Jetzt Arsenal über Rosicki. Rosicki auch überall zu finden. Heute Zwischer, schöner zu Shandy Casola, aber Ivanovic dazwischen. Weiter geht's zu David Luiz. David Luiz, oh, und jetzt ist vorne frei. Jetzt hat Hulk Power. Jetzt hat Hulk ein bisschen Platz. Hulk, da kommt Zanya von innen, aber dann, an dem geht er schon mal vorbei. Jetzt die Chance frei. Für Hulk, der hat einen guten Schuss, aber den haben wir hier leider nicht gesehen. Bekommt nicht genug Wucht hinter dem Ball. Und damit kein Problem für den Keeper in Arsenal. Und jetzt schöner Ball auf Rosicki, aber das sind sofort vier Verteidiger da. Wenn er da ein bisschen besser in Fahrt kommt, dann ist er auf und davon. Aber so gerade noch die Verteidiger vom FC Chelsea dazwischen. Aber Walcott setzt nach Walcott. Die Gritsche von Cole geht ins Nichts. Jetzt zurück zu Jenkinson, der zu Flamini. Chelsea läuft den Ball hinterher. Jetzt Walcott. Walcott gegen Cole. Einwurf für Arsenal. Schnell ausgeführt. Zurück zu Jenkinson. Er weiter zu Flamini. Erste Halbzeit neigt sich so langsam am Ende. Das Spiel ist auf einem hohen Niveau. Und Arsenal versucht. Schöner Ball zu Walker. Der mit dem Giroud. Der kommt nicht schlecht die Flanke. David Luiz ist dran. Gerade noch so dran, David Luiz. Oh, und jetzt vielleicht die Chance. Aber dann der Fehlpass hier von Hulk. Aber jetzt vielleicht über Oscar. Jetzt könnte vielleicht was gehen. Aber die Abwehr bei Chelsea, bei Arsenal hin, die steht schon wieder sehr kompakt. Aber Oscar läuft. Oscar immer noch am Ball. Wilcher kommt da nicht so richtig hinterher. Jetzt für, oh, und dann Oscar verliert ihn hier nicht. Immer noch im Spiel der Ball. Oscar mit der Flanke. Da kommt einer von hinten. War das Hulk? Ich glaube, das müsste Hulk gewesen sein. Ja, und dann schade. Er kommt Suarez nicht ran. So, 40. Oh, da wird er Riesenfehl und Suarez verspringt der Ball und er geht trotzdem rein. Suarez mit dem Tor. Luis Suarez mit dem Tor für den FC Chelsea und nach Megapatzer des Torhüters vom FC Arsenal. Wahnsinn! Da kriegt er den Ball zugespielt. Sanja kommt nicht hin und was macht denn der Torwart da? Das ist ein Kullerball. Den muss er halten. Den muss er halten und dann macht er ihn rein. Suarez mit dem 1:0. Vor der Halbzeitpause macht der FC Chelsea London das 1:0. Bitte für Arsenal, die hier richtig gut mitgespielt haben. Und dann so ein blöder Fehler vom Torhüter. Und das bestraft Suarez. Ja, man muss sagen, eigentlich nicht konsequent. Aber Glück, dass er der Torwart dann nicht mehr geil ist. Also im Prinzip ein Doppelfehler. Weil so ein Ball, den muss er halten. Und dann ist dafür so eine Situation gar nicht entstehen. Aber sie sind standen, steht 1:0 für Chelsea. Und jetzt muss Arsenal natürlich schauen, dass sie vielleicht schon in der zweiten Halbzeit Gas geben. Vielleicht, sie haben jetzt nur eine Minute in der ersten Halbzeit. Vielleicht schaffen sie es mit einem Aussatz, mit einem Angriff jetzt noch in der Aussatz zu erzielen. Über Walcott. Walcott weiter zu Jenkinson. Da kommt Terry. Oh, gute Flanke. Und Giroud gegen David Luiz. Und es gibt nochmal Eckball für den FC Arsenal. Kommt gut rein. Da ist Terry. Terry, Wahnsinn. Klasse gemacht. Jetzt nochmal Suarez, aber ich glaube, das wird abpfeifen. Das ist Luis Suarez. Ne, lässt er nur laufen. Nächste Chance, vielleicht für Chelsea. Suarez raus zu Edin Hazard. Hazard, jetzt in der Mitte sind 2, 3, 4 Chelsea-Spieler, sehen wir da. Hazard mit der schönen Flanke. Und jetzt hin nochmal Ramirez. Nein, da kommt er leider nicht mehr hin. Also zum Schluss war hier nochmal einiges geboten von der Halbzeit. In die erste Halbzeit ist jetzt vorbei.
Der FC Chelsea London führt mit 1 zu 0 gegen den FC Arsenal. Torschütze Luis Suarez nach Megapatze des Torhüters. Das ist natürlich bitter für den FC Arsenal. Sie haben so gut mitgespielt. Hier die Riesenchance von Thomas Rosicki. Dann die Chance hier von Suarez, aber direkt auf den Mann. Dann hier nochmal eine Chance von Suarez, aber den erwischt er nicht richtig, geht weit übers Tor drüber. Hier nochmal ein schöner Schuss von Hulk, aber wieder... Ich weiß gar nicht, wie man den Torwart ausspricht. Hier der Riesenpatzer von Chesney. Heißt der Chesney? Chesney? Ich weiß nicht, Chesney irgendwie. Kann den Namen leider nicht aussprechen. So, andere Ergebnis, Swansea gegen Everton 2 zu 2. Na, sind jetzt momentan wenig. Ja, Chelsea hat irgendwie mehr so aus ihrem Spiel gemacht, muss man sagen. Aber Arsenal hatte öfters den Ball. Es wird auf jeden Fall eine zweite spannende Halbzeit werden. Gut, und die gehen auch gleich rein. So, Arsenal wechselt. Ramsey und Torres rein, Giroud und Flamini raus. Ja, Fernando Torres sieht seinen Ex-Kollegen wieder. Er ist ja für 15 Millionen, glaube ich, gewechselt vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Aber das ist jetzt egal. Die zweite Halbzeit geht los. Der FC Chelsea hat Anschluss. Momentan steht es auch 1 zu 0 für die Blues gegen die Gunners. Und es wird sehr, sehr spannend werden, was hier in der zweiten Halbzeit alles passieren wird. Denn die erste Halbzeit, beide Teams hätten mehr Tore machen können. Und hier sehen wir schon Peter Cech mit 7 Ligatoren ohne Gegentor. Mit 7 Ligaspielen ohne Gegentor. Momentan der beste Torhüter in der Premier League. Jetzt Cole. Schickt da Frank Lampard, aber der Ball wird leider abgefangen. Und jetzt fällt die Konterchance für Arsenal, aber Cole ist schon sofort wieder zurückgehalten und holt den Ball. Jetzt Ramirez. Ramirez mit dem Ball zu Hazard. Oh, wird der hart gestört da. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Oh, das habe ich anders gesehen. Das habe ich ehrlich gesagt anders gesehen. Da wurde er richtig hart von die Beine geholt. Aber Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Und Arsenal hat den Ball. Über Wilshere. Chelsea greift früh an. Jetzt natürlich ein schweres Spiel hier für Arsenal London. Aber Jenkinson hat den Ball. Und weiter geht's zu Walcott. Walcott in die Mitte. Dann kommt die Grätsche von Ramirez. Aber wieder abgefahren. Jetzt Jenkinson. Weiter zu Walcott. Walcott spielt den Ball ins Aus. 1-0 für Chelsea. Und erstmal zurück in die Abwehr. Zu Terry und David Luiz. Die momentan heute sehr gut zusammenspielen, Terry und David Luiz. Noch kein einziger richtiger Abwehrfehler beim FC Chelsea festzustellen gewesen. Und die kommen. Und jetzt schöner Ball hier auf Hazard. Schön gesehen von Suarez. Hazard, Spitzewinkel. Schließt trotzdem ab. Eckball für Chelsea. Und der kommt von Hulk. Hulk mit dem Eckball. Da ist Terry, der lauert, aber bekommt den Ball nicht. Hinter zu Frank Lampard. Legt vor für Eden Hazard. Kommt nicht durch, David Luiz nochmal. Oh, fällt er im Strafraum? Schiedsrichter sagt nichts, war auch korrekt, weil der Ball, das war mit dem Ball gespielt. So, und jetzt fällt die Chance für David Luiz. Schön vorbereitet für Suarez! Und Chinesi mit der Glanzparade. Irgendwie bekommt der Suarez den Ball schön und dann schließt er trocken ab, aber leider der Torwart noch dazwischen. Und jetzt kommt Mesut Özil. Özil für Rosicki. Und damit ist der letzte Wechsel schon vorbei bei Arsenal. Gute Ecke hier von Hulk auf David Luiz, aber leider der Kopfball übers Tor drüber. Hier sehen wir es nochmal, Hulk, dann David Luiz steigt hoch, aber bekommt den Ball leider nicht mehr aufs Tor. So, Stunde ist durch. Eine Stunde ist vorbei, steht momentan 1 zu 0 für den FC Chelsea gegen den FC Arsenal. Das könnte hier noch eine richtig packende Begegnung werden. Jetzt Hulk. Hulk zu Ivanovic. Ivanovic verspringt der Ball. Gibt's, hat ihn noch. Und sofort geht's los über Shanti Cazorla. Cazorla hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen. In der zweiten Halbzeit ist vielleicht nicht so aktiv. Aber jetzt ein schöner Ball hier zu Wilshere. Der komplett frei in der Mitte ist Torres. Aber da ist Terry dran. Aber es kommt von hinten. Und Ramsey mit dem Hammerschuss. Und da wird er abgefälscht. Da wird er noch abgefälscht. Es gibt Eckball für den FC Arsenal. Kurz ausgeführt ist Walcott. Aber der kommt zu harmlos. Platz gemacht von Hazard und jetzt Suarez, aber den verspringt der Ball. Jetzt Shanti Cazorla. Weiter zu Walcott. Walcott wird hier gestört. Spiel läuft weiter auf Vorteil. Flanke kommt. Cech faust den Ball erstmal raus. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt könnte es richtig gefährlich werden. Da kommt der Schuss von Ramsey. Ramsey mit dem Schuss dreht sich nur leicht weg, der Ball. Gute Chance für den FC Arsenal. Aber wieder liegen gelassen. So, 25 Minuten noch. Steht hier immer noch 1 zu 0 für die Chelsea-Spieler. Und wir werden auf jeden Fall gespannt sein, ob hier Arsenal noch den Ausgleich schafft. So, Hulk läuft hier erstmal gegen eine Mauer an und verliert den Ball.
Jetzt Hazard, der gefällt mir heute wirklich sehr gut. Also Hazard macht da viel Druck auf seiner Seite. Jetzt Hazard in die Mitte ins Hohl, kommt Flanke, kommt nicht mehr rein. Da verspringt ihm etwas der Ball und der Ball geht ins Aus. Und es gibt wieder Abschluss für Szczęsny im Tor vom FC Arsenal. Und Suarez kämpft da mit allen Mitteln, was er hat, aber bekommt da leider nicht den Ball. Das könnte jetzt nur ein ruppiges Spiel werden zum Schluss. Jetzt Santi Cazorla, weiter zu Gibbs. Gibbs sieht vorne Fernando Torres. Wird natürlich hier vom Pfiffen begleitet, vom FC Arsenal-Fans. Und da kommt der Ball, wird abgefälscht, aber Cech sicher. Und weiter geht's über Ivanovic. Ivanovic zu Hulk. Oh, da kommt Torres fast dran, aber weiter geht's zu Frank Lampard. Jetzt Frank Lampard. Ist nicht der schnellste Spieler, aber der kann gut schießen. Lampard weiter zu Hazard. Wunderschöner Ball. Wieder zu Edin Hazard. Hazard aus der Distanz. Vielleicht Hazard. Geblockt. Geblockt. Ich weiß nicht, was Suarez, was den geblockt hat. Ja, alles. Luis Suarez, der eigene Mann im Weg. Und ich würde sagen, bei der Gelegenheit wechseln wir ganz kurz durch. Oscar darf raus. Für ihn bringe ich dann. Überfragt. William bringe ich auf jeden Fall mal für Hazard. Oscar, für wen bringt den? Schölle. Dann machen wir so, dann tue ich Hulk nach vorne. William auf rechts und Schölle dann auf links. Und außerdem bringe ich dann noch Van Ginkel für Frank Lampard. Gut, wechseln wir mal ein bisschen durch. Natürlich muss schon schauen, dass die Spieler schon, dass sie da keine verletzt. Und eigentlich sollte es hier durch sein. Also es wird hier wirklich nur ein knappes Ding. 1:0 nur vorne, Viertelstunde noch zu spielen. Und FC Arsenal ist momentan drauf und dran, hier den Ausgleich zu machen. Aber es wird natürlich spannend. Oh, wieder so ein Ball von Szczęsny. Diesmal findet er den eigenen Mann. Jetzt Sanja. Jenkinson. Der weiter zu Theo Walcott. Ja, eigentlich hat Arsenal bis jetzt eigentlich ganz gute Torchancen gehabt. Aber sie haben halt kein Tor reingemacht. Sie hatten auch nicht so viele Torchancen, aber dieser Angriff verpufft auch wieder nichts. Jetzt Willi mit dem Ball nach vorne zu Hulk. Schön gesehen. Jetzt Hulk. Komm, jawohl. Hulk mit dem Ball in die Mitte zu Suarez. Wird abgefangen von Koscielny. William wieder dazwischen. William. Und dann bekommt er den Ball nicht. Und jetzt gibt's zu Fernando Torres. Torres. Jetzt Ramsey. Ramsey mit dem Ball zu Özil. Özil im Strafraum. Und jetzt schmeißt sie Cole im letzten Moment dazwischen. Riesenchance hier für den FC Arsenal. Aber die kommt schon wieder über David Luiz und dann ist der Ball weg. Wahnsinn. Riesenchance hier für Mesut Özil. Hat hier eigentlich fast die Auslehr auf dem Fuß. Und weiter geht's über William. William zu Suarez. Suarez sieht der William. Der kommt nicht hin. Aber jetzt zu Van Ginkel dabei. Van Ginkel zu Hulk, aber der wird auch abgefangen. Schade. Also momentan schaut es auf beiden Seiten so aus. Es können die noch ein Tor machen. Aber jetzt kommt erstmal Arsenal. Die haben wieder viel Platz über Wilshere. Wilshere zu Gibbs. Der Ball geht wieder zurück zu Wilshere. Und jetzt zurück zu Gibbs. Und da schmeißt sie jetzt Ivanovic dazwischen. So, erstmal wieder durchatmen. 10 Minuten sind es noch, oder? Ne, nur noch 5 Minuten. 5 Minuten noch Zeit für Arsenal hier den. Die Niederlage zu verhindern. Oh, stark hier mal gemacht von Ivanovic. Und dann geht er ein bisschen zu hart rein in den Zweikampf. Und das gibt Freistoß nochmal für den FC Arsenal. Jetzt natürlich nochmal einiges nach vorne. Die werden jetzt nochmal alles nach vorne schmeißen. Sieht aber jetzt nicht so aus. Jetzt Freistoß kommt in den Strafraum. Aber klasse pariert. Aber da kommt jetzt nochmal Ramsey von hinten mit dem Distanzschuss. Und Petr Cech mit der Glanzparade. Terry mit dem Gewinn den Kopfball. Und hier der Ball kommt, aber kein Problem für Cech. So. Aber immer noch nicht alles bei vorne bei Arsenal. Nach, bei diesem Eckball. Und das ist das Tor. Mesut Özil mit dem Tor für den FC Arsenal. Nach einem Eckball. Da ist Van Ginkel oder Schülle bei ihm. Ich hab's nicht genau gesehen. Verliert das Kopfballduell. Cech keine Chance. Und der Ball ist drin. Und damit steht es hier 1:1. Später außer hier von FC Arsenal London. Bitter natürlich für den FC Chelsea. Ja, wir sehen schon Van Ginkel bei ihm. Geht einfach nicht richtig rein ins Kopfballduell. Und dann steht es auch tatsächlich nur 1:1. Der Außer ist gefallen. Und vielleicht fällt hier jetzt nochmal die Führung. Wir wissen es nicht. Es sind noch 2 Minuten plus die Nachspielzeit. Arsenal London war drauf und dran, hier vielleicht noch einen draufzulegen. Jetzt Jenkinson. Schülle dazwischen, Einwurf gegen den FC Chelsea. Schülle, hol ihn dir doch, Schülle. Kämpft um den Ball, aber Chelsea bekommt jetzt den Einwurf. So, 90. Minute läuft. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich hier für den FC Chelsea London.
Sie hatten es doch schon fast. Sie hatten es doch schon fast geschafft. Dann so spät ein Tor und William verliert den Ball. Jetzt nochmal die Chance für Arsenal. David Luiz kann den Ball hier nicht sichern. Jetzt Özil. Özil, nächste Chance vielleicht für ihn. Ausgerechnet er. Jetzt Özil und dann kommt der Kopfball und erstmal raus aus der Gefahrenzone. Suarez. Ja, das wird abpfeifen, oder? William läuft dann mit dem William. Da kommt der Ball nicht durch zu William von Suarez. Schade, schade. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Der FC Chelsea London gegen den FC Arsenal trennt sich 1:1. Späte Tore jeweils in der Halbzeit. Suarez knapp. Spät in der ersten Halbzeit. Und Mesut Özil in der 89. Minute. Das hätte doch nicht mehr sein müssen. Das hätte einfach nicht sein müssen. Chelsea natürlich absolut unzufrieden. Sie hatten den Sieg doch schon fast sicher. Und dann kommt in der letzten Minute noch der Ausgleich von Mesut Özil. Bitte, bitte, aber unterm Strich muss man sagen, verdient. Beide Teams waren gut. Bitte natürlich für den FC Chelsea landen hier. Wäre ein wichtiger Sieg gewesen, wäre ein schöner Sieg gewesen, aber leider war es nichts. Hier sehen wir nochmal ein paar Chancen. Rosicki mit dem Schuss bereits in der 7. Minute. Dann hier das Tor von Suarez. War natürlich sehr, sehr glücklich, dass er da so einen Ball präsentiert bekommt. Dann hier nochmal eine verunglückte Flanke von Torres. Den hier nochmal Eden Hazard wird leider geblockt von Suarez, der was da im Weg stand. Und hier nochmal der unglückliche Ausgleich in der 89. Minute. Mesut Özil. Ja, aber man muss sagen, es war einfach ein verdientes Unentschieden. Gut, wir hatten zwar mehr Chancen, aber ja, Arsenal war es jetzt schlecht. Bester Mann heute war Hazard? Jawohl, Hazard. Ja, der hat halt gut gespielt, aber zum Schluss hat es dann leider nicht mehr gereicht. Schade. Sieg wäre natürlich schön gewesen. Da hätten wir uns von FC Liverpool gut absetzen können. Aber das war leider nicht so eine Nachricht. Da wird Luis Suarez. Was wäre denn? So, er freut sich, dass er spielen dürfen. Kein Problem, Luis Suarez. Ist momentan ganz gut dabei in der Top-Torjägerliste in der Premier League. So, wir müssen uns Chelsea-Leute natürlich wieder ein bisschen motivieren nach diesem bitteren Unentschieden. So, kurzer Blick auf die Tabelle. Chelsea momentan mit 40 Punkten ganz vorne. 4 Punkte dahinter der FC Liverpool. Gegen den FC Liverpool müssen wir am übernächsten Spieltag, am nächsten Spieltag müssen wir gegen den Swansea City, die stehen momentan auf Platz 6. Das wird natürlich auch kein Spiel, das was wir verlieren dürfen. Dann Man U auch noch ganz gut mit dabei. Man City noch ein Spiel weniger, das heißt, sie können uns auch noch auf die Pelle rücken. Das wird nur interessant. So, und jetzt schauen wir noch die Top-Torjäger kurz an. Da sehen wir Suarez momentan mit 8 Toren auf Platz 3, zusammen mit Pina, Boni und Suarez. Alle drei Stürmer haben 4 Tore gemacht. 8 Tore gemacht, so jetzt geht es anders. Remy mit 9 und Soldado schon mit 10 Toren. Torvorlagen, Adebayor, beste momentan. Vor William. Dann Cech, 7 Spiele ohne Ligator, genauso wie Mignolet von Liverpool. Gelbe Karten, rote Karten, haben wir eigentlich schon eine rote Karte gekriegt. Ne, wir sind zumindest mal nicht dabei. Gut. Im nächsten Spiel dann gegen Swansea City. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir das wieder gewinnen. Dann würde ich sagen, mach Schluss für den Partner und sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.